Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch wieder sehr herzlich zum Tagesorakel in der Woche 29. Das ist jetzt für Donnerstag, den 21.07. Ja, 2022. Ihr könnt natürlich die Legung nehmen, wann immer ihr wollt. Ne? Ja, vielleicht, ne? Ist wie immer, Zeit ist ja zum einen auch so ein Stück weit fließend und man wird manchmal ja, zu einer Legung hingeführt. Ja. Ohne sie bewusst gesucht zu haben jetzt auch. Ne? Hier geht es ja nach wie vor in dieser Woche um das Luftholen, ja, tief atmen. Habt ihr schon ja da vielleicht ein bisschen was praktiziert? Das bewusste Ein- und Ausatmen, ja, auch ne, immer gleich im Atemzug sein wie ein anderer. Ja, bewusste Kommunikation, ja. Ja, gib mal deine Energie noch hinein. Da möchte ich schon etwas erzählen. Und wir ziehen wieder die Positionen. Na, die wollte hier raus. Gut, dann nehmen wir dich als erstes, wenn du nicht ganz rausgesprungen bist, für die Nacht. Für die Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, für den Morgen, für den Vormittag, für den Mittag, Nachmittag und den Abend. Ja, was haben wir denn so als zentrale Energie? Oh, den Tod. Also bitte nicht erschrecken, ja. Ja, da passiert Wandlung. Ne? Passiert etwas sehr Veränderndes. Ja, bei, eben der Tod bringt die Wandlung. Ne? Da wandelt, wir wandeln nicht bewusst oder wir verändern nicht bewusst etwas. Ne? Das ist ja eine große Arkana. Da ja, widerfährt uns so ein Stück weit eben etwas, ne? Zum großen Teil etwas, was sehr, was uns wandelt, ne? Was unser Leben ja, beeinflusst, wandelt, aber eben hin zu einem lebenswürdigeren Weg, ne? Zu einer lebenswürdigeren Entwicklung. Ne? Da darf es mit neuer Energie vorangehen. Hm? Vielleicht startest du hier selber auch einen Urlaub, aber vielleicht ne, kommt etwas wunderbar auch so in die Entwicklung, nachdem du bewusst einfach auch aussortiert abgewogen hast. Ne? Als Abendenergie hatten wir ja beim Dienstag die zwei Münzen. Ne? Das ist so ähnlich wie beim Gehängten, ne? der ja hier dem Tod vorausgeht. Da darf etwas angeschaut werden. Ne? Was möchte ich jetzt weiter transportieren? Was möchte ich, ja, welche Werte möchte ich weiterhin bewahren? Welche eben auch hinter mir lassen? Was tut mir wohl, was nicht? Ne? Also einfach auch welche Eigenschaften, nein, nicht Eigenschaften, welche Gewohnheiten, ne, kann ich hinter mir lassen oder ja, Vorhaben, ne? Ideen, Ansinnen und was führt mich weiter? Ja, hier soll es hineingehen in neues Leben. Ne? Ja, und ne, sind wie gesagt hier die Helferchen am Werk. Ne? Auch das hatten wir als Tipp dann am Dienstag mit. Ja, dass hinter den Kulissen schon gewirkt wird. Ne? Das ist eine große Arkana. Da wird hinter den Kulissen gewirkt. An einem lebenswürdigeren Leben. Ne? Daran, dass ja hier sozusagen einfach auch der ganze Schmodder und Dreck einfach auch weggenommen wird und ja die ganze Lebenskraft einfach auch wieder erblühen kann. Ne? Ja, wie gesagt, der Tod. Ne? Hier haben wir dieses etwas traurige Szenario, ne? Dass durch den Öltanker einfach die ganzen Lebewesen, nicht nur das Wasser, aber das natürlich auch, ne? Und die Lebewesen so in Mitleidenschaft gezogen sind, dass es ihnen ja einfach auch das Leben nimmt oder Lebensmöglichkeit, ne? Ja, vielleicht kannst du dich wirklich auch von etwas befreien, bewusst zum einen, ne? Deine Chancen nutzen, um dich von etwas Belastendem, Lebensmindernden zu befreien,
ist hier ein wunderbarer Tag nochmal dafür und wirst du vor allem hier wirklich auch gut gepusht dein in diese Richtung, ne? Bekommst du wunderbare Unterstützung, wirst aufgefangen, ja, durch die göttliche geistige Welt, ne? Ja, schauen wir mal, wie sich das so im Einzelnen zeigt hier. So in der Nacht. Ach, der Magier. Na, das ist ja auch eine starke Energie. Manifestationen, vielleicht in Träumen auch, ne? Ja. Ja, hier geht etwas ganz stark voran, ne? Ist ein klarer Start für eine Entwicklung gegeben. Ja, es ist nicht der Narr, die Nullkarte, ne, sondern ja, vielleicht war am Dienstag ja so der Narrentag auch, ne, denn am Tag zuvor hatten wir ja die Welt mit dabei. Und hier kommt jetzt der Magier. Hier startest du in ein neues Kapitel. Ne? Vielleicht, ja, tatsächlich auch in Urlaub. Ne? Vielleicht legst du hier los. Ja, reist davon. Aber ne, vielleicht ist es tatsächlich auch eine, ja, eine bestimmte Angelegenheit, ne, die du angehst. Das kann sein, dass du bis in die Nacht hinein dann daran arbeitest, natürlich. Das kann sein, aber dass sich es vielleicht wirklich einfach auch ganz magisch ja, entwickelt, ne? Weil hier sind nicht nur alle vier Elemente am Wirken, ne? Also nicht nur die Schwerter, die Stäbe, Kelche und Münzen, sondern ne, natürlich auch das fünfte Element, wie wir schön hier angedeutet sehen durch den Seestern, der Spirit, ne? Ja, der Geist, ne? Ja, ist vielleicht einfach auch die, ja, Gott sehr am Wirken, ne? Dich zu unterstützen, dich in deiner Meisterschaft, in deinem Vorhaben, in, ja, in deinen Plänen, vielleicht auch in deiner Genesung gut zu unterstützen, ja, deiner Erholung, ne? Manifestiert sich hier, verwirklicht sich hier etwas? Ja, dass es hier aufgeht, ne, in lebenswürdigere Energie. Überhaupt, nicht nur lebenswürdiger, ne, sondern überhaupt belebende, lebenswerte Energie. Ne? Ja. Na, vielleicht, aber vielleicht ist die Nacht auch so ein Stück weit magisch. Es ist immer noch kein Portaltag, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, der nächste ist am 25. Ja, schauen wir weiter. Der Morgen. Oh, noch eine große Arkane. Also ist hier trotzdem ein sehr wichtiger Tag. Ne? Der Mond. Ja. Da kommt gleich der Erfolg hinterher. Mond steht für Erfolg, aber ja, auch für Intuition, für tiefe Gefühle. Auch so ein Stück weit für Ängste und Sorgen. Das kann auch sein, ja, dass dich da etwas innerlich sehr beschäftigt. Aber im Zusammenklang mit dem Magier ist es eher, ne, etwas sehr Magisches, Intuitives, ja. Was da einfach auch hochkommt, was da wirklich auftaucht, ne? Was dir selber vielleicht auch noch so ein bisschen verborgen ist, ne? Ja. Das ist, das kann jetzt wirklich auch alles Mögliche sein, ne? Das kann eine Beziehung sein, das kann eine Arbeit sein, ein Talent, eine bestimmte Gabe, ein, ne, deine Meisterschaft. Es geht um deine Meisterschaft. Auch, ne, dass du den Tag hier wirklich angehst. Ne? Ja, hier vielleicht auch noch so ein bisschen brauchst, um aufzutauchen. Ne? Vielleicht sehr, ja, ein bisschen launisch oder fühlig bist. Ne? Ja, na, wenn es Donnerstag ist, ne? Dann
Lässt die Energie vielleicht einfach auch nach, ne? Aber du wirst hier, also drei große Arkana jetzt schon, ja. Du wirst ja mit einer Menge Rückenwind einfach auch gestärkt, ja. Ja, vielleicht Spiritualität am Morgen, ne? Vielleicht hast du dir dahingehend einfach auch so ein gewisses Plätzchen eingerichtet, eine Zeit eingerichtet, ne, die dich auftankt, für den Tag gut auftankt, hineinbringt in ja, lebensbringende Energien, wie wir es ja hatten. Ne? Vielleicht so ein bisschen Meditationszeit, ne? Also insofern Intuition und ja, Spiritualität dann einfach auch. Ne? Ja, das könnte einfach auch sehr wichtig und wesentlich sein für den Tag, ne? Dich dahingehend erfolgreich machen. Och, Wahnsinn, oder? Die vierte große Arkana. Der Narr. Entschuldigt, ich bin jetzt so perplex, dass ich ja gleich gar nicht angesagt habe. Ja, da steigst du aus dem Wasser raus. Schau dir das mal an, ne? Wie neugeboren, ne? Ganz gereinigt einfach auch, ne? Ganz strahlend, voll Energie, voll Mut, voll Lebensfreude, voll Neugier. Ja, gehst etwas tatkräftig an, wirst da wirklich einfach auch gepusht, ne? Ja, startest ein neues Kapitel. Vielleicht kommt ja hier in Träumen einfach auch schon zu, ne, wie es weitergeht. Aber, ne, wagst du den Sprung? Vielleicht gehst du ja auch eine neue Arbeitsstelle an, ne? Das kann auch sein. Oder du springst wirklich in den Urlaub hinein, sozusagen, ja. Oder wieder zurück, eben auch ins Arbeitsleben, ja, das kann auch sein. Aber dann wirklich einfach auch mit Frische und Mut und gehst es hier neu an. Ja. Vier große Arkane von vier Krabben bisher. Die Achtermünzen, die hatten wir schon mal mit dabei. Die hatten wir am Dienstag als zentrale Energie. Ja, da schreitest du voran. Ne? Das bringt dich einfach wirklich auch voran in deiner Arbeit, ja, deiner Arbeit an dir selber auch, ne? An deiner Stärkung, Gesundheit, Stabilisierung. Ja. Ja, zeigst du deine Meisterschaft einfach auch, ne? Auch die Acht der Münzen ist, ne, mit dem Zeigen des eigenen Schatzes, des eigenen Könnens auch, ne? Der eigenen Erträge sozusagen verbunden. Ja, vielleicht kommt auch hier noch mal irgendwie eine Geldauszahlung. Das kann sein, aber vielleicht auch, ne, viel Anerkennung und Wertschätzung für das, was du geleistet hast, ne? Ja, Unterstützung, Zuarbeit, ne? Ja, Geduld zahlt sich aus, ne? Vorausgehend sind ja die sieben Münzen, ne? Die Geduldskarte, ne? Da ist eben schon etwas ja, geworden, ne? Hier ist schon hinter den Kulissen auch etwas geworden, ne? Auch wenn du Geduld haben musstest, aber die zahlt sich hier an der Stelle aus, ne? Ja, wächst du in deinem Selbstwert einfach auch, gehst auf deinem Weg voran. Schauen wir weiter, Nachmittag. Drei der Schwerter. Na, wie ich immer gern sage, ne? Es ist auch eine Dreierkarte, sehen wir es positiv. Ja, die Chance auf eine Weiterentwicklung, auf eine Höherentwicklung,
die Chance darauf, schlau zu werden aus dem bisherigen. Ja, na, die Schwerter sind kommunikative Energie, sind Gedankenenergie. Ja, wirst du vielleicht auch tatsächlich aus einer Sache im Herzen weise, ne? Weil du einfach auch sehr daran gearbeitet hast, ne? Das kann eine Beziehung sein. Die drei der Schwerter werden sehr gern, ne, für Liebeskummer auch gesehen, gedeutet, überhaupt auch für Kummer und Sorge. Ne? Das kommt aber einfach auch immer darauf an, ne, wie wir etwas sehen und interpretieren und verstehen, ne? Wie wir es aufnehmen, auf uns beziehen oder ja, eben manches ist vielleicht auch gar nicht für uns gedacht, gemeint. Ja, da erzählt jemand etwas eher von sich selbst, ne? Wie es ihn selber einfach gerade geht. Ja, was ihm selber zusetzt im Herzen, ne? Wo er selber ja einfach auch dran leidet, ne? Und reagiert das vielleicht mit Worten einfach auch nur ab, ne? Vielleicht tust du das auch, ne? Dass du ja einen Kummer im Herzen ja auch unglücklich rüberbringst, ja. Aber es besteht hier einfach auch die Energie und Möglichkeit dazu, daraus schlau zu werden, ne? Weise damit umzugehen. Vielleicht hast du hier auch an etwas sehr gearbeitet, ne? Bist da wirklich einfach auch mutig deine Sache angegangen. Naja, und kommt es hier ein wenig anders als gedacht, geplant, ja. Na, aber da ist eben eine Wandlung auch im Gange im Hintergrund, die macht, stimmt dich auf der einen Seite traurig, ne? Vielleicht, falls es jetzt zum Beispiel auch die Liebe betrifft, ne, tatsächlich, dass jemand nicht so reagiert, wie du es gerne hättest, ja, auch das kann Liebeskummer verursachen, ne? Dass jemand nicht so reagiert, wie du es gerne hättest, wie du dran gearbeitet hast, ja auch, ne? Und da vielleicht einfach auch mutig drauf zugegangen bist, ne? Ja, vielleicht auch mit einer bestimmten Nachricht oder auch mehreren Nachrichten, das kann ja sein, ne? Ja, dann schau es einfach an, nimm es einfach als einen wichtigen, wertvollen Hinweis, der dich in einen Wandlungsprozess hineinbringt, ne, in Transformation, vielleicht damit du auch wirklich endlich ganz loslassen kannst, in Heilung gehen kannst. Nachfolgend sind ja die vier Schwerter, ne? Ja, dass du aus einer bestimmten Erfahrung einfach auch schlau wirst, einfach noch weiter an, ja, einfach auch an deinem inneren wie äußeren Reichtum weiterarbeiten kannst, ne? An deinem Selbstwert. Ne? Du bist ja noch nicht hundertprozentig dabei. Ne? Gerade, ne, falls dir jetzt hier jemand wirklich auch mit seinen Worten sehr zusetzen kann, falls dir das sehr im Herzen, dich sehr im Herzen trifft, ne, dann arbeite weiter dran. Ne? Heile da noch ein Stück weit weiter. Das wird dich in viel, viel lebenswürdigere Umstände bringen. Ne? Ja, manchmal ist das, was wir uns wünschen, was wir uns manifestieren, nicht das, was uns wohltut, ne? Und dann werden wir, ja, das zeigt der Magier an, eben auch auf einen Weg geschickt, ne? Der für uns gedacht ist, ne? Der uns reich macht, innerlich wie äußerlich vielleicht auch, ja? Der uns stärkt. Fünf der Stäbe am Abend, ja.
Da möchte Lebensenergie auch neu angeordnet werden, in neue Lebendigkeit gekommen werden. Ne? In den klassischen Darstellungen versuchen die fünf Jünglinge da immer das Pentagramm anzuordnen wieder, ne? Die Lebensenergie wiederherzustellen. Ja, schau einfach, ne, was du selber auch tun kannst, um deine Lebensenergie einfach auch zu stärken, voranzubringen, ne? Dich selber auf einem bestimmten Weg fortzuentwickeln, ne? Auch aus einem Liebeskummer heraus vielleicht, ne? Und auch aus anderen Sorgen, ne? Vielleicht auch aus finanziellen Sorgen, ne? Oder ja, gesundheitlichen. Verteidige das da auch gut, ne? Lass dir da Energie einfach auch zufließen. Fünfter Stäbe ist konstruktive Energie, ne? Kreativ, ja, vielleicht tu etwas Kreatives, ja, das ja, bringt dich einfach auch wieder in Energie hinein, stärkt dich, bringt dich voran. Ja, vielleicht hast du zu Hause auch etwas neu anzuordnen, aufzuräumen, ja, wieder in Ordnung zu bringen, so ganz realistisch betrachtet, ne? Ja, vielleicht auch in der Kommunikation hin zu anderen, ne? Ja, vielleicht gibt es da auch etwas aufzuräumen, wieder neu anzuordnen, ne? Damit es einfach auch, ja, lebenswert weitergeht, ne? Ja, schauen wir noch. Was zeigt sich hier im Mermaid and Dolphin Oracle? Ja, es bleibt dabei. You're being helped. Dir wird geholfen. Ja. Du bist unterstützt. Registriere das, ja. Es ist einfach deswegen auch diese Riesenenergie hier, diese starken, kräftigen Energien mit der göttlichen, geistigen Welt im Hintergrund. Ja, der Himmel arbeitet hinter den Kulissen daran, dir zu helfen. Ne? In welchem Bereich auch immer. Ne? Auch wenn du das Ergebnis noch nicht siehst. Leute, ich habe gemischt. Ich habe es wunderbar durch, aber auch das liegt wieder an der Unterseite. Habe Glaube, habe Vertrauen. Ja? Glaube und Vertrauen sind in vielen Sprachen ein und dasselbe Wort. Ne? Vertrauen in die göttliche, geistige Welt. Ja, deine Gebete, ja, sind manifestiert. Ja? Da ist schon etwas, das ist registriert. Ne? Bleib positiv, bleib einfach dran an deiner Sache. Ja, das scheint hier irgendwie eine längere Entwicklung zu sein, vielleicht hin noch bis zum Urlaub, so ganz schlicht betrachtet. Aber ne, vielleicht gehst du eine bestimmte Sache an, vielleicht auch zu Hause, ne, dass du auch umbaust oder ne, an Beziehungen baust. Vielleicht ne, auch hier wieder Klärung hineinbringst, auch schon in Beziehungen. Ne? Bleib einfach positiv, folge deiner Führung. Ne? Vertraue dich Gott einfach auch an, immer wieder. Ne? Gehe weiter. Gehe weiter. Ne? Das ist ein Weg hinan. Wandle weiter. In deine neue Form hinein. Ne? Auch in Genesung zum Beispiel hinein. Ja, alles Gute dafür. Und bis morgen. Alles Liebe, eure Tara von Tarot Rainbow.